Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute habe ich für euch die BR65 von Bluebricks mitgebracht und ob die sich so schön bauen lässt, wie sie hier steht, das will ich euch gerne zeigen. ...658 Teile sollen die BR65 ergeben. Hier sind sie drin. Ich mache den mal auf, weil... was sollen wir über den Karton reden? Wir haben hier keine Bilder oder sonstig irgendwas. Wir haben das, was wir brauchen, hoffe ich. Und das sind Steine und Schläuche. Hier hält sich eine Tüte gnadenlos fest, aber das nutzt nichts. Ich komme ran. So, Schläuche. Ganz schön viele. Die mal gleich hier hin. Hier sind die Magneten. Hier drin sind noch mehr Schläuche. Und so ein bisschen Werkzeug. Eine Grundplatte. Lege ich hier hin. Ihr hört das. Eine Grundplatte. Eine Klapperplatte. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich hier noch mehr Schläuche habe. Das wird also eine reine Schlauchlok. So, ich verteile das Ganze mal zügig auf meine Teller, damit das für euch auch nicht so laut ist an den Ohren. Haftreifen. Ja, ich verteile das mal auf meine Teller und dann, denke ich mal, kann es ja auch schon bald losgehen. Immer wieder fasziniert mich, oder ich kriege jedes Mal immer wieder selber Angst vor mir, dass ich es schaffe, binnen 10 Sekunden, egal wie groß das Set ist, in 10 Sekunden verteile ich sowas auf meine Teller. Kleiner Scherz am Rande. So, hier ist gar nichts, wo ich mal ein Augenmerk drauf werfen möchte. Hier bei dem habe ich es getan, der klappert. Wir gehen davon aus, dass sich das begradigt, weil bei den einzelnen Platten für die Züge hat das bis jetzt immer gut gepasst. Die Probleme sind ja eher Manhattan mit den Grundplatten. Hinter mir, ihr seht sie, die TEE, da war das Problem auch. Da hat sich es auch nie so wirklich begradigt. Diese Dinger sind halt wahnsinnig krumm geblieben. Hier lasse ich mich überraschen und statt Worte sollten Taten folgen. Und deswegen wird jetzt losgebaut. Da ich mal davon ausgehe, dass von oben drauf gucken auf irgendwas, was schwarz ist, wo ich überhaupt keine Details erkennen kann in einem Speedbild, mache ich mal eine kleine Pause und zeige euch mal das Ganze. Bis hierhin muss ich ganz ehrlich sagen, das sind jetzt 56 Bauschritte und es kommt mir vor, als hätte ich erst zwei gemacht. Also man fliegt hier durch und hier entsteht eine Lok. Das macht einfach nur Spaß. Die Teile haben eine sehr gute Klemmkraft. Das macht dann auch nochmal Spaß. Hier kommt auch ganz schnell Stabilität rein. Macht dann gleich
noch mehr Spaß. Alles in allem bis hierhin Spaß. Ich komme mal so ein bisschen ran, so könnt ihr das dann hier so ein bisschen sehen. Also klar, hier fliegen die Steine so ein bisschen drüber weg. Ihr seht es auch, dass es hier einen kleinen Spalt gibt, wo dann diese Brechstange und sowas drunter verarbeitet wird oder diese roten Blüten. Aber alles in allem ist das Ganze bis hierhin eine stabile Sache. Auch hier, ich weiß gar nicht, wie ich das halten soll. An dem Bereich, ihr könnt das sehen, das sind also ganz viele, so wird es ein bisschen heller, wenn ich so drehe. Das sind ganz, ganz viele kleine Teile. Die werden alle nur so ein bisschen ineinander gesteckt. Genauso wie das hier vorne der Fall ist. Ich muss das immer mal, ich kann euch jetzt gerade nicht angucken, weil ich jetzt selber versuche, dass ihr das alles hier sehen könnt. Hier mit diesen kleinen Mausschlüsseln und so, dass es hier vorne alles eine stimmige Optik wird. Und das funktioniert auch soweit. Das wird also wirklich eine wunderbare, feine Geschichte. Da gehe ich fest von aus, weil wenn die Unterkonstruktion, die Grundkonstruktion, wenn die schon vernünftig ist, dann kann es nach oben hin ja eigentlich gar nicht mehr schlecht werden. Das kann man vergleichen wie mit einem Gerüst am Haus. Wenn die unterste Lage nicht gerade ist, kann es nach oben hin nur schief gehen. Ihr habt gesehen, ich habe mir hier wieder meine Steine drunter gemacht. Einige sind dann immer am Meckern und sagen, oh, damit ziehst du das nur krumm oder warum machst du das überhaupt? Ich mache das wegen den beiden Leitern. Seht ihr das? Die gucken unter der Grundplatte weg. Wenn ich jetzt ohne meine Bauhilfen arbeite, drücke ich mir das hier jedes Mal nach oben. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich kann es ja auch mal wegnehmen und lege es dann hier. Das ist halt Lego. Das sind gute Steine, haben eine gute Klemmkraft, was jetzt nicht heißen soll, dass die Klemmkraft hier bei dem, was ich jetzt gerade mache, schlecht ist, weil das habe ich euch ja schon erzählt. Das ist völlig in Ordnung. Das Problem ist eher durch das ständige Drücken. Meinerseits sind die natürlich strammer geworden. Ich nehme es mal hier und rutscht ein bisschen aus der Kamera raus, aber ich kann hier drücken. Es ist also nicht mehr so schlimm. Ihr hört das. Also es klappert nicht mehr so schlimm, wie das der Fall gewesen ist, als ich das Ganze ausgepackt habe. Es hat sich also, wie auch schon vermutet, ganz gut gerade gezogen und es wird wohl auch nicht mehr viel passieren. Also gehe ich davon aus, das wird sich nicht wieder krumm ziehen. Na, bleib dran, ich kann jetzt hier kann ich mal so ein bisschen drücken. So, und du auch wieder dran. So habe ich es dann wieder hier für mich stehen und kann weiterbauen. Also wie gesagt, bis hierhin eine feine Geschichte. Es ist wahnsinnig filigranes Zeug mit dabei. Das habe ich euch so gut wie es ging dann auch gezeigt. Aber es macht Spaß. Und weil es Spaß macht, baue ich jetzt weiter. »99 Bauschritte und vor mir steht so etwas wie eine Lok. Warum so etwas? Klar, es hat keine Räder. Die baue ich dann noch dran. Aber ich denke mal, über die Lok als solches kann man jetzt gerade schon mal gut reden, weil ich kann sie noch in die Hand nehmen. Deswegen bin ich jetzt hier mal dazwischen. Das meiste habe ich euch gezeigt. Hier hinten haben wir jetzt so ein bisschen die Kohlen mit dabei gekriegt. Graue Kohlen, warum auch immer sie grau sein müssen. Scheiß der Hund drauf, hätte ich jetzt gerne gesagt, aber darf man ja hier nicht sagen. Also egal, wir nehmen es auch in Grau in Kauf.
Was mich ein bisschen ärgert, und ihr seht das hier, hier sind ja jetzt wirklich diese vielen Schläuche mit dabei, auf der anderen Seite natürlich auch. Es sind Schläuche, da kann ja Bluebrix im Grunde genommen nicht einmal was dafür. Die biegen sich, die wellen sich, die kommen ja schon krumm und schief aus dem Karton, weil es halt Schläuche sind. Schläuche im Grunde genommen für Technikmodelle. Hier müsste man dann also wirklich gucken, wenn es einem die Sache wert ist, das muss ich ja gleich mit dabei sagen, ob man da nicht hergehen möchte und holt sich was aus Kohlefaser oder ähnlichem im Bastelladen, im Modellbaushop, in dem Durchmesser, damit man dann einfach sagen kann, was hier an Verrohrung ist, liegt auch gerade. Das wird mit den Schläuchen so als solches nicht umzusetzen sein. Da müsste man ja wirklich hier schon alle zwei Noppen irgendwas hinsetzen, um das Ganze zu fixieren, damit es vernünftig geführt wird. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann geht nach Märklin und kauft euch da eine Lok. Ich mache zwar jetzt hier, also ich verdiene da nichts dran, auch wenn ich jetzt die Firma, ich hätte auch Rocco, Pico und Trix und ich weiß gar nicht, wie sie alle hießen. Was es davon noch gibt, weiß ich noch viel weniger, weil das nicht unbedingt meine Welt ist. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Was mich so ein bisschen auf Trab gehalten hat, das sind, ihr seht hier die Lücke zwischen den beiden Fenstern. Ich komme noch mal ein bisschen näher und auch hier sind die schrägen Dachsteine. Die sind nur von unten mit einer Noppe befestigt. Hier ist die Klemmkraft nicht die beste, möchte ich mal so sagen. Also wenn man da dran kommt, fällt das Ding im besten Falle sogar hier rein und ihr müsst wieder das ganze Dach abnehmen, um euren Stein hier rauszuholen. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Also ich kann das Ding schwenken und drehen und tun und machen. Es wird nicht schlechter, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist bis hierhin eine schöne Sache. Es hat viele, viele Details, die man an einer Dampflok auch wirklich finden kann. Die sind hier so gut wie es geht auf 6 Noppen. Wir müssen immer berücksichtigen, das hier sind nur 6 Noppen. Das sind keine 8 Noppen, wo man noch mehr Details rausarbeiten kann. Für 6 Noppen breit ist hier viel gemacht worden. Ich bin aufs Fahrwerk gespannt, weil auch dann ist es auch wirklich erst eine richtige Lok. Das kommt natürlich nicht dran, wenn ich jetzt hier nur dummes Zeug erzähle. Deswegen höre ich jetzt auf damit und baue, na klar, weiter. Steine im Wert von 35,95 können eine schöne Lok ergeben. Das Bauen hat eine riesige Freude gemacht. Ich ziehe aber definitiv den Frontbereich bei dem Fahrgestell, den ziehe ich ab. Der ist so filigran zu bauen, da ist die Klemmkraft nicht ausreichend der Steine. Vieles, was nur an einer Noppe hängt, anderes, was dadurch, dass es durch eine Noppe gehalten werden muss, in der Luft hängen. Wenn man das einmal zusammen hat, Finger davon, ganz schnell dran bauen, nie wieder anfassen. Das bröselt euch so auseinander. Wo damit dann auch gleich die Frage beantwortet ist, ist das Ganze fahrtauglich? Nein, so wie es ist, nicht. Kauft euch einen Eimer Kunstharz, schmeißt die Front da vorne rein oder im Prinzip, das könnt ihr vorsichtshalber mit allem machen, was zum Antrieb benötigt. Damit das alles ineinander verklebt, dann geht es. Der reine Korpus der Lok, der gibt das her. Das ist überhaupt keine Frage. Das Ding ist stabil wie Sau, möchte ich jetzt mal so sagen. Aber rein die Räder werden es nicht hergeben. Also das schwöre ich euch, das verspreche ich euch, das funktioniert nicht.
tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Hier vor mir, da steht definitiv eine BR65 mit den Details, wie sie in 6 Noppen breit machbar sind. Immer wieder so ein Diskussionspunkt, das könnte schöner, das könnte anders. Bei 6 Noppen, müssen wir ehrlich sein, da hört es irgendwann auf. Und dafür haben wir hier was Schönes stehen, was meiner Meinung nach sein Geld definitiv wert ist. Was hier hinter jetzt natürlich so ein bisschen fehlt, das ist ein Waggon. Ich nehme da mal hier den kleinen, der steht jetzt schon monatelang hinter meiner Albtraumlok. Ich kann es ja nicht anders sagen, es ist meine Albtraumlok. Und schon haben wir hier einen Waggon dahinter. Das sieht so ein bisschen kümmerlich aus. Ich kann mir da nicht helfen. Also im Vergleich zur Lok ist er definitiv zu tief. Definitiv zu tief. Klingt gut, aber mal eben, dass ihr gesehen habt, dass da was hinterhängt. Ich bleibe dabei, dass der hinter der Lok im Bahnhof zu stehen hat. Da kommt er dann auch gleich wieder hin und alle sind dann glücklich. Steine, wie ihr seht, sind reichlich diesmal wieder übrig geblieben. Also es gibt Set, da bleiben ein paar übrig. Dieses ist ein Set, da bleiben ein paar mehr übrig. Wenn ich dann einen Blick in die Teileliste werfe, bleiben hier sogar Steine übrig. Hier sind auch noch welche. Bleiben noch sogar Steine übrig. Die gehören nicht einmal zum Set. Das ist für mich dann immer wahnsinnig wunderlich. Wie kommt sowas zustande? Wie kann das passieren? Das mit der Schablone ist klar. Wir brauchten einen Teil. Wir bekommen aber eine ganze Schablone. Aber diese beiden zum Beispiel, die werden nicht gebraucht. Die sind nicht in der Bauanleitung. Die sind auch nicht in der Teileliste. Wir haben sie. Dass hiervon mal einer zu viel ist, überhaupt kein Thema. Auch die hier, 2 Stück mit dabei, tauchen auch nicht in der Teileliste auf. Manchmal verstehe ich es einfach nicht. Mir soll es ja egal sein. Ich freue mich über jeden Stein, der mir eventuell mal aus der Not helfen kann und der bei so einem Set dabei liegt. Ich kann euch eigentlich gar nicht mehr zu dieser Lok sagen, außer dass ich mich freue, dass meine Dampflok-Sammlung jetzt um eine Lokomotive reicher geworden ist. Wenn ich so nach hinten gucke, ich weiß gar nicht, wo stelle ich die jetzt noch wieder hin. Also ich hatte es schon mal angemerkt, ich muss hier definitiv mal was rausräumen und dann irgendwo ein Regal machen, wo immer mal so ein bisschen was Aktuelleres steht, was ich zum Schluss gebaut habe. Wenn das Regal voll ist, dann kommt wieder was anderes rein und so weiter und so weiter. Da muss ich mal schauen. Da kommt ja, ich habe die Ankündigung bei Bluebricks gesehen, da kommt ja dann was Feines, zumindest für die E-Loks. Gibt es ja jetzt so ein bisschen Diadorama, ja, auch nicht schön, auch nicht schlecht. Gibt es ein Dioramen-Set, das wir dann irgendwann mal kommen? Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, mit Oberleitung, allem, was dabei gehört, so dass ich dann im Hintergrund so ein bisschen was auch für die Optik tun kann. Wie gefällt euch die Lok oder was würdet ihr ändern? Es gibt ja wirklich viele, die kennen sich mit Loks wesentlich besser aus als ich. Da ist dann immer so gerne meine Frage und ich finde das auch immer spannend, was da geantwortet wird. Was würdet ihr vielleicht noch verändern? Was gefällt euch nicht? Würdet ihr euch die Lok kaufen? Weil bespielbar, so wie sie ist, definitiv nein. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, können wir uns so ein bisschen austauschen. Ansonsten kann ich eigentlich gar nichts anderes sagen, außer vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr eure Zeit geopfert habt, um mir zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, da freue ich mich drüber. Hat es euch nicht gefallen, Kommentarfunktion, schreibt es rein. Daumen runter dürft ihr natürlich auch benutzen. Wenn ihr kein Abo habt, dürft ihr nachholen. Ich bin euch da nicht böse drum. Der Knopf, der ist da, ich lasse den auch für immer da. Könnt ihr drauf drücken, schwupps, habt ihr dann auf einmal ein Abo. Wenn ihr daneben noch die Glocke aktiviert, dann kennt ihr, kommt eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Ansonsten, was mir ja immer ganz wichtig ist und was ich euch allen ans Herz lege, bis zu meinem nächsten Video, bleibt bitte, bitte gesund und sonst wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag.